Jeff Sabine, der Endspurt in der zweiten Fußball-Bundesliga ist eingeläutet. 4 Spiele sind es noch. Freitag geht es zu Eintracht Braunschweig. Die stehen noch tief im Keller. Was für ein Spiel erwarten Sie dort? Ja, so wie Sie es gesagt haben, gegen einen Gegner, der das Messer am Hals hat, der gegen den Abstieg spielt, der alles dran setzen muss und wird, um die Punkte zu Hause zu behalten. Und ja, ein sehr kampfstarker, robuster Gegner. Auf das müssen wir uns darauf einstellen, dass wir den Kampf, die Zweikämpfe annehmen. Das wird auf jeden Fall die Basis sein am Freitagabend. Sie hatten schon angedeutet kürzlich, dass Sie Platz 3 auch noch nicht aus den Augen verloren haben. 6 Punkte ist der Rückstand auf Kiel. Die haben jetzt ein sehr schweres Programm vor der Brust. Die Hoffnung lebt noch. Die Hoffnung lebt, aber dafür müssen wir unsere Spiele gewinnen und Punkte holen. Wenn das der Fall ist, dann ja, können wir schauen, was die da oben machen, aber zuerst unsere Leistung abrufen, Punkte holen und dann weiterschauen. Was Sie auch sehr gerne betonen, ist, dass Sie sehr auf Jugend setzen. Massimo Weigl seien hier genannt, die letzte Woche in der Startelf auch standen. Jetzt haben Sia und Ucha langfristige Profiverträge unterschrieben. Wie sind die Pläne mit den jungen Spielern? Ja, zuerst mal sie an uns zu binden, haben wir jetzt gemacht. Im Sommer werden wir dann schauen, ob wir sie hier behalten, ob wir sie ausleihen, dass sie Spielpraxis bekommen. Aber dass wir ihnen Verträge gegeben haben, das beweist, dass wir auf die Jungen setzen und dass wir in Zukunft auf die eigenen Spieler bauen wollen. Und jetzt schauen wir, wie es im Sommer mit denen weitergeht. Dann wurde noch berichtet, dass es bei Konstantin Kerschbaumer Gespräche mit dem Berater gegeben hat. Der englische Club, dem Kerschbaumer sozusagen gehört, der beharrt wohl auf einer hohen Ablösesumme. Wie ist da der Stand? Ja, genau so wie Sie es gesagt haben, das ja, wird sich noch ein bisschen hinzögern. Cash ist ein gefragter Mann, ist klar, hat super Leistung gebracht. Ich denke auch, dass er gerne hier bleiben will, wir ihn auch unbedingt behalten wollen. Ja, da geht es jetzt um die Finanzen und das kann sich noch ein bisschen hinzögern. Was sagt Ihr Gefühl oder haben Sie da lieber kein Gefühl bei dem Fall? Boah, schwierig. Nein, ich habe da kein Gefühl. Dann haben Sie schon den ersten neuen Spieler verpflichtet, Prinz Osei Owusu von Hoffenheim. Was erwarten Sie von dem jungen Mann? Auch sehr jung noch, 21, aber hat schon viele Tore geschossen, hat in den Auswahlen gespielt, U20 für Deutschland gespielt, hat eine gute Ausbildung bekommen beim VfB Stuttgart. Ja, und für die Perspektive wird er für uns, bin ich überzeugt, ein guter Spieler sein. Er ist extrem groß, 1,92, 1,93, sehr robust und auch eine gute Technik. Also ich denke, dass das für uns ein guter Transfer ist. Vielen Dank und viel Erfolg in Braunschweig. Dankeschön.